wie Deutschland gegen Italien gespielt hat, möchtest du wissen? Ich habe keine Ahnung zum Zeitpunkt, da ich das hier einspreche. Es steht 2:1 für Deutschland. Dank des Siegs von Dieter Nisipiano, den wir uns gleich anschauen. Ich nehme heute das Ergebnis vorweg. Es läuft noch eine Partie und das halten meine Nerven nicht aus. Rasmus Swane kämpft ums Überleben. Wenn das hält, gewinnt Deutschland 2,5. Wenn er verliert, geht es 2:2 aus. Ihr könnt im Perlenticker lesen, wie es dann ausgegangen ist. Ich mache jetzt erstmal ein Video und möchte mir das Drama nicht länger angucken. Denn es war, ja, es war ein Gurkenkampf. Also Dimitri Kollas hat ja gestern gesagt, unsere Form geht bergauf und wir haben jetzt diese Niederlage gegen Österreich überstanden und dann haben wir gegen Irland sogar gewonnen, obwohl das eigentlich nicht verdient war. Und das war vielleicht mal ganz gut, durch solche kritischen Dinger zu gehen. Naja, heute sind sie wieder durch so ein Ding gegangen. Das war nicht so richtig toll. Vincent Keimer hatte ihn eigentlich so ausgangs der Eröffnung seinen Gegner schon an der Angel und hat die Angel dann nicht eingeholt. Dimitri Kollas musste relativ bald ums Überlegen kämpfen und hat das dann auch erfolgreich gemacht und sich dann am Ende eine Festung gebaut. Und Dieter Nisipiano ist mit einer Gurkenvariante total in die Vorbereitung seines Gegners reingelaufen und stand wirklich nicht glücklich. Und es sah danach aus, als würde Schwarz relativ bald das Kommando übernehmen. Aber er hat dann mit seiner geballten Routine den Moment gefunden, wo er dagegen halten musste, um das Ding im Gleichgewicht zu halten. Da kämpfte er mit Weiß schon ums Gleichgewicht und hat es dann tatsächlich gedreht. Das war wirklich ein Sieg der Routine und der hat Deutschland mindestens einen Punkt gerettet, wenn Rasmus seine Partie hält, sogar zwei. Ja, gucken wir doch mal rein. Dieter Nisipiano gegen Francesco Sonis, ein junger italienischer Großmeister. Dieter Nisipiano hat Weiß. Wir spielen D4, Springer F6, C4, E6, Springer C3, Läufer B4, nimmt zu Indisch. E3, 0-0, Läufer D3, D5, das ist alles noch sehr hauptvariantenverdächtig und hochtheoretisch. Wir wollen hier kein Eröffnungsvideo aus dieser Partie machen, sondern wir wollen uns geradewegs zu der Stellung begeben, in der Dieter in gegnerische Vorbereitung läuft. DC, Läufer C4, CDED, damit hat die Strukturen gesicht. Weiß spielt mit Isolani, das hatten wir, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit öfter auf diesem Kanal. Zum Beispiel meine Partie gegen den Griechen, wobei das natürlich von der Spielstärke der beiden Kontrahenten ein sehr gewagter Vergleich ist, aber da kann man sehen, worum es in Isolani-Stellungen meistens geht. Der Weiße wird auf der Basis seines Isolani, der Basis seines potenziellen Springer-Vorpostens E5 versuchen, einen Angriff gegen den gegnerischen König einzuleiten. Das ist in der Regel das Prinzip. Der Schwarze hat mittel- und langfristig gute Aussichten, denn je mehr Material vom Brett geht, desto eher neigt der Isolani zur Schwäche. Und wenn es dem Schwarzen gelingt, den zu blockieren auf dem Feld D5 und den am Vormarsch zu hindern, dann hat Schwarz im Endspiel gute Aussichten, Druck gegen den Isolani zu entwickeln, ihn vielleicht sogar zu erobern und dann auch die Partie zu gewinnen. Ja, B6. Auch das ist noch eine hochtheoretische Stellung. Hier gibt's viele Züge für Weiß. Dame E2 kann man hier spielen. Läufer G5 kann man hier spielen. Auch Läufer D3 ist hier ein guter Zug, was ja auch schon auf den Königsflügel spielt. Und Dieter hat hier irgendwie so ein Dieter-Spezial auserkoren, denn er zieht das hier nicht zum ersten Mal, sondern hat schon in der Europameisterschaft an dieser Stelle Dame A4 gespielt. Was? Ja. Ich weiß nicht, was die Idee ist. War es, dass die weißen Felder am schwarzen Damenflügel ein bisschen geschwächt sind, dass der Schwarze gewisse Schwierigkeiten hat, sich hier zu entwickeln und dass die Dame A4 da schön reinlugt und unmittelbar natürlich auch ein Tempo gewinnt, weil der Läufer B4 hängt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Weiße eigentlich hier spielen sollte und die Dame steht am anderen Flügel nicht so richtig glücklich. Und wenn Weiß hier nichts Konkretes gegen den schwarzen Damenflügel bekommt oder es nicht schafft, unter günstigen Umständen D5 durchzusetzen, dann wird die Dame da verkehrt stehen. Dame A4. Dieter hat das
bei der Europameisterschaft schon gespielt und wir sehen jetzt gleich am Zeitverbrauch, ihr könnt hier schon gucken, die nächsten Züge, der Zeitverbrauch für den Zug, der ist immer hinter dem Zug angezeigt und man sieht am Zug, man Zeit verbraucht, der Gegner hat damit gerechnet und war darauf vorbereitet. Und so ist auch zu erklären, dass der gleich eine ganze Menge Engine-Züge ziemlich schnell spielt. Erstmal Läufer E7. Bei der Europameisterschaft hat sein Gegner Läufer schlecht C3 gespielt. Und dann Dame C7. Mit dem Gedanken, gegen dieses C3-D4-Duo zu spielen. Sonis gibt seinen schwarzfeldigen Läufer nicht her und möchte lieber gegen den Isolani spielen. Da kostet es ihn natürlich auch einen Zug Zeit, denn jetzt muss er zurückziehen. Wohingegen der Tempozug ist Läufer schlecht C3, dann ist Weiß gezwungen zurückzunehmen und das Schwarz ist wieder dran. So hat Weiß einen Zug und kann sich überlegen, was er tut. Dieter zieht hier Turm D1, was ja auch ein logischer Zug ist, ne? Dieses vis-à-vis von Dame und Turm, das gefällt Schwarz gewiss nicht allzu gut. Und D5 steht mal auf der Agenda für den Weißen, wenn er denn dazu kommt. Turm D1, Läufer B7. Springer E5. Ja, und es ist tatsächlich so, dass es jetzt für den Schwarzen nicht so richtig leicht ist, seine Entwicklung zu vollenden. Also Springer C6 geht natürlich gar nicht, weil der hängt einfach. Wenn Springer BD7 kommt, kann sich Weiß überlegen, muss er aber nicht. Aber es ist sicher eine Option, Springer C6 zu spielen und gewinnt dann allemal das Läuferpaar. Und dazu kommt, dass D7 nicht das allerglücklichste Feld für diesen Springer ist, denn der möchte ja gerne an der Blockade von D5 mitwirken. Aber da kommt er nicht so richtig hin von D7 aus, weil hier der Weg versperrt ist. Insofern ist auch ein einfacher normaler Entwicklungszug wahrscheinlich gut. Und es ist, und Weiß sollte einen kleinen bisschen Druck haben und kann ganz zufrieden sein. Also, das hat schon eine Idee, was der Dieter hier spielt. Das ist jetzt nicht irgendwie, habe ich eben Gurkenvariante gesagt. Das meine ich natürlich nicht so böse oder so. Da steckt schon Dampf hinter. Nur der Schwarze konnte es halt kommen sehen, weil Dieter das schon mal gespielt hat. Und Schwarz zieht hier wirklich den Computerzug, Dame E8. Auf Schachdeutschland TV habe ich Klaus Bischoff gehört, der fand das ganz schrecklich. Dame E8, was Schwarz hier nach 9 Sekunden aufs Brett gestellt hat. Und so einen Zug stellt man nicht nach 9 Sekunden aufs Brett, wenn man nicht vorbereitet ist. Dame E8 ist tatsächlich der Zug, den die Maschine hier empfiehlt. Die Idee dahinter ist, entweder diese lästige Dame vom Brett zu bekommen, und Abtausch hatten wir ja schon besprochen, deswegen ist Isolani auch immer gut für Schwarz. Die andere Idee ist, wenn sich die Dame jetzt aus diesem vis-à-vis der Dame zurückzieht, dann kommt Schwarz zu Springer C6 und der steht natürlich hier viel besser als auf D7, haben wir eben drüber gesprochen. Dame E8, auch wenn Klaus Bischoff das nicht findet, ist ein guter Zug. Also die Maschine mit ihren 3700 Elo findet das hier den besten Zug und da sollte man dann auch nicht widersprechen. Läufer B5 zieht Dieter nach 11 Minuten 28. Also man sieht, er war jetzt auch aus dem Buch. Und jetzt geht die Dame nach C8. Und ich verstehe, dass Klaus Bischoff das auf Schachdeutschland TV kritisiert hat, denn auch das sieht ein bisschen doof aus, ne? Es wird gleich irgendwann Turm AC1 kommen und dann steht die Dame auf C8 nicht glücklich und sie war eben schon auf E8. Andererseits diese Läufer B5, Dame A4 Batterie, die guckt auch ins Leere, sobald es Schwarz schafft, seine Entwicklung zu vollenden. Dann stehen die hier falsch, denn Weiß will ja eigentlich hier spielen. Entwickelt sich weiter. Räumt das Feld C1, ne, Turm AC1 muss jetzt für Weiß auf der Agenda stehen mit der schwarzen Dame auf C8. A6. 24 Sekunden, bester Zug. Läufer F1, B5. 2,46, aber auch bester Zug. Wir sind hier wahrscheinlich noch in der Vorbereitung des Schwarzen. Die Dame muss gehen. Und jetzt ist dieser Druck auf den Damenflügel aufgelöst und Schwarz kann seinen Springer dahin stellen, wohin er möchte, nämlich nach C6.
Weiß hat noch Turm AC1. Diesen Pfeil hat Weiß noch im Köcher. Und hier ist das Gegenüber von Dame und Turm. Und die Dame möchte sich da rausziehen und hat auch nicht so richtig gute Felder. Und Schwarz zieht nach, diesmal das erste Mal nach langer Überlegungszeit, nämlich nach einer Viertelstunde, zieht der Dame E8, was wieder der Computerzug ist. Schwarz ist mit seinen Schwerfiguren noch nicht so richtig glücklich, aber ansonsten ist er sehr, sehr glücklich, denn die weißen Angreifer, dieses sollten eigentlich die Angreifer sein, auf dieser Diagonale, die stehen beide falsch. Und dank seines Springers C6 hat Schwarz beste Aussichten, den Punkt D5 weiter zu blockieren. Ne? Sowas liegt jetzt in der Luft. Und da muss Schwarz nur noch sehen, dass er irgendwie seine Schwerfiguren repariert. Und dann ist beim Schwarzen alles gut. Also ich habe auch ein bisschen gestaunt, weil ich die Dame auf E8 auch komisch fand. Aber die Maschine bewertet die sozusagen die falsch stehenden weißen Angreifer so hoch, dass sie sagt, die Stellung ist hier total ausgeglichen, tendenziell eher sogar schon einen Tucken besser für Schwarz. Springer E2. Auch nach sehr langer Zeit gespielt. Für Weiß ist jetzt die Frage. Ich habe einen Isolani. Ich kann hier nicht so richtig gut D5 spielen, denn dann kommt Springer A5. Und danach ist er hier weg. Und da Weiß nicht D5 spielen kann, muss Weiß jetzt sein Isolani-Standardprogramm durchziehen. Er muss irgendwie zu Spiel am Königsflügel kommen. Und er stellt hier fest, seine Figuren stehen alle falsch dafür. Und das ist der Grund, entschuldigt, meine Stimme macht nicht so richtig mit. Das ist der Grund dafür, warum Dieter hier so lange nachgedacht hat. Er will hier irgendwie seine Puppen rüberführen. Die Maschine zum Beispiel, wenn man die hier fragt, die findet Dame C2 gut, mit der Idee, dann Dame D3 zu spielen und die Dame hier rüber zu fahren. Kostet natürlich 3 Tempi. Da sieht man, wie falsch die Dame hier stand. Die Maschine möchte tatsächlich 3 Tempi investieren, um endlich was auf den Königsflügel rüber zu fahren und da zu Spiel zu kommen, wo Weiß spielen muss. Springer E2 ist mit so einer ähnlichen Idee verbunden. Springer E2 räumt die dritte Reihe. Und wir werden gleich sehen, wozu das gut ist. Turm D8 stellt sich erstmal gegen den D4. Verhindert dessen Vormarsch. Die Dame geht rüber. Ja. Jetzt fehlt nur noch der hier. Der müsste eigentlich auf dieser Diagonale stehen. Und dann wäre es interessant. Aber der steht halt auf F1. Springer D5. Und ja, hier ist es wahrscheinlich am besten dann doch einmal ein Pärchen zu tauschen und dann Läufer E5 zu spielen. Ja, potenziell mal auf den Punkt G7 zu gucken. Und der Läufer auf E5 hat ein schönes Feld und auf die Art und Weise zu versuchen, etwas gegen den schwarzen Königsflügel zu initiieren. Dieter will, und das ist ja eigentlich programmatisch in solchen Isolani-Stellungen, will Material auf dem Brett halten, spielt Läufer D2 und verzichtet auf diesen Tausch, stellt dafür seinen Läufer etwas schlechter, bietet aber dem Schwarzen jederzeit an, Springer schlecht E5 zu spielen, was dann natürlich günstig für Weiß wäre, denn mit dem Bauern auf E5 hätte Weiß dann mit einem Mal einen ordentlichen Raumvorteil und stände ganz ordentlich und der Isolani wäre halt weg. Das wird Schwarz nicht machen. Läufer D6. Schwarz stellt seine Puppen ein bisschen aktiver. Ja, und hier geht Weiß dann auf, ja, der E5 hängt, muss ich wohl doch tauschen. Und der Springer E2 ist auch nicht so glücklich, weil, ne, wohin soll der gehen? Da dieses Feld hat, das hat Schwarz alles unter Kontrolle. Der geht dann doch reumütig nach C3 zurück. Und ihr seht, wie hier der Balken so langsam Richtung Schwarz ausschlägt. Der Schwarze ist jetzt drauf und dran, das Kommando zu übernehmen. Von weißem Angriff ist keine Spur. Die schwarzen Puppen sind super koordiniert, auch wenn die Dame auf E8 uns noch ein bisschen Sorge macht. Aber die ist gar kein Faktor im Moment. Während der Weiße mit der
Koordination Schwierigkeiten hat und vor allen Dingen überhaupt keine Ziele findet, gegen die er spielen könnte. Springer F4. Dame H4. Springer G6. Dame H5. Läufer E7. Greift jetzt mal den D4 an. Deckt den. Den D4 greift er an, nicht den E4. Deckt den und verbindet das mit der Drohung D5, weil ja dankenswerterweise der Springer wieder auf C3 steht. Wenn Schwarz nichts macht, kommt Weiß zu D5, löst seinen Isolani auf und Weiß ist in Ordnung. Insofern muss Schwarz an dieser Stelle was machen. Und was zu tun ist, das ist am allerehesten B4. B4 vertreibt den Springer von dem Feld D5 sozusagen. Mit dem kann Schwarz dann arbeiten. Kann zum Beispiel den Turm D5 in der Stellung, wenn er denn möchte. Was dann wiederum der Dame eine Möglichkeit gibt, in die Partie zu kommen. Solche Motive sind dann in der Stellung. Und dazu kommt, der Springer C3 ist einfach ein ganz unglücklicher Geselle. Ob der jetzt nach B1 geht, was nicht schön ist, oder auch nach E2, der hat nicht so richtig eine Perspektive. Der hat noch keine Aufgabe in dieser Partie. Und Schwarz hat einfach das angenehmere Spiel. Da kann er jetzt zum Beispiel Turm D5 spielen. Wir hatten das zum Beispiel schon. Jetzt gehört ihm das Feld D5. Die auf E8 eingesperrte Dame befreit sich dann. Schwarz kann sehr, sehr zufrieden sein. Der Schwarze entscheidet sich hier für eine nicht so klare Lösung und für eine eher zweischneidige und objektiv auch nicht so gute, nämlich F5. Er hat gespürt, dass er das Kommando übernommen hat und will jetzt gleich aktiv was machen. Sein auf F8 eingesperrter Turm war ihm vielleicht auch ein Dorn im Auge und er zieht F5, das nimmt die Kontrolle der weißen Dame über D5 weg, unterbricht die fünfte Reihe, so dass Weiß nicht mehr D5 spielen kann, vermeintlich, und droht seinerseits selbst F4 und den Läufer zurückzutreiben, dann vielleicht sogar noch mit F3 und Aufreißen der weißen Königsstellung. Und alles wäre ganz schrecklich. Ja, und das ist die Stellung, wo es wirklich dem Weißen jetzt vollends droht zu entgleiten. Schwarz hat schon die Initiative übernommen, hat es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Versuch, zu Vorteil zu kommen, anstatt hier halt ganz in Ruhe mit B4 weiterzuspielen. F5 ist sehr, sehr zweischneidig, aber Weiß muss halt hier die Zeichen der Zeit erkennen und muss jetzt wirklich den Flock einschlagen und den Schwarzen stoppen. Und das geht nur mit einem Zug. Und jetzt kommt die Routine des Ex-2700ers Dieter Nisipiano, der in Eröffnungsvorbereitung gelaufen war, dem die Partie entglitten war und der hier die Chance hat, das Gleichgewicht zu halten und der sie dann auch nutzt. Bauernopfer, D5. D5 ist sehr stark, ist der sozusagen der einzige starke Zug für Weiß in dieser Stellung, aber muss man erstmal machen, weil kostet halt einen Bauern. E schlecht D. Und kann auch mit dem Läufer nehmen, ist dann so eine ähnliche Partie, außer dass Weiß dann noch das Läuferpaar kriegt, kann Schwarz drüber nachdenken, weil so ist natürlich, was Teil der weißen Idee ist, der Läufer C6, der weißfeldige Läufer des Schwarzen, ein bisschen traurige Figur. Aber vor allem geht's um das Feld D4. Da soll jetzt einer eingepflanzt werden. Der soll als Schwäche markiert werden. Der Läufer ist schlecht. Und Weiß behauptet hier ein bisschen spekulativ, aber nicht zu Unrecht, ich habe hier Kompensation. Ein Faktor wird sicher auch die E-Linie sein oder kann die E-Linie sein. Unter Bauernopfer bleibt Weiß hier in der Partie. Dame D7. Dame D7 droht Springer F4 mit der Idee, dann Springer E6 zu ziehen und um die Kontrolle über das Feld D4 zu kämpfen, auch in Verbindung damit. Hier tauschen, Läufer F6, dann zieht der D-Bauer. Und sobald dieser D-Bauer sich in Bewegung setzt, hat Schwarz natürlich einfach einen mehr. Das ist jetzt wirklich eine veritable Drohung. Springer F4, E6 und so weiter. Und darum zieht Dieter an dieser Stelle G3, was auch ein bisschen zweischneidig ist. Weil das natürlich dem Schwarzen auch eine Marke gibt, die er anhebeln kann. Andererseits
hat Weiß jetzt endlich ein Ziel gefunden und da hilft G3 auch. Denn hier, nicht der. Denn der könnte jetzt ein Ziel werden. Ganz nebenbei könnte auch dieser ein Ziel werden, wenn wir das mit Läufer H3 kombinieren. Insofern G3 ein bisschen zweischneidig, aber guter Zug. B4, ja, der ist jetzt zu spät. Aber der legt immer noch den Finger auf ein Problem, das der Weiße hat. Die sogenannte überflüssige Leichtfigur. Ich weiß nicht, im Deutschen ist das nicht so gängig. Im Englischen gibt's die superfluous pieces. Das ist, wenn du ein gutes Feld für Leichtfiguren hast, aber du hast zwei Leichtfiguren, die gerne dahin würden. Und das ist hier der Fall. Das Feld D4, das sich Dieter mit D5 schön freigekämpft hat, auf dem wird sich auch der Springer sehr, sehr wohl fühlen. Genauso wie der Läufer. Aber es kann halt nur einer hin. Und dieser Springer, der jetzt auf E2 rumsteht, der weiß nicht, wohin so richtig. Denn F4 geht nicht, dann nimmt er den weg und die Struktur ist kaputt. Aber wohin sonst? Auf E2 stehen bleiben ist jetzt nicht so der Hit. Da nimmt er dann nicht so richtig an der Partie teil. Das ist ein Problem in der weißen Stellung, das Weiß durchaus noch hat. Und auf diesem Problem sollte der Schwarze den Weißen schön sitzen lassen und jetzt einfach sehen, dass er seine Figuren aktiver stellt. Also weiß ich nicht, Läufer D6 ist hier ein guter Zug zum Beispiel. Oder den Turm, der macht jetzt auf der B-Linie auch nicht so richtig viel, ne? Turm BE8 ist auch ein guter Zug. Läufer B5 wäre auch eine Idee. Ne? Läufer aktiver stellen. Sowas wären Züge für Schwarz. Was der Schwarze hier zieht, ist kein guter Zug. Läufer F6. Läufer F6 ist kein guter Zug aus dem Grund, dass der Weiß ein Problem nimmt. Nämlich diese überflüssige Leichtfigur. Jetzt hat Weiß ein gutes Feld für seine Leichtfigur und er hat genau eine Leichtfigur, um sie draufzustellen. Das ist natürlich genau die richtige Ratio. Was ist das richtige Verhältnis? Ein gutes Feld, eine Figur. So soll es sein. Und es stehen jetzt nicht mehr zwei Figuren rum, die sich um ein Feld streiten. Durch diesen Abtausch der Schwarzfeldringläufer geht der Springer nach D4 und ist da sehr, sehr glücklich. Und man sieht auch schon, Weiß hat mittlerweile mehr als genug Spiel für den Bauern, den er geopfert hat. Dieses Läufer F6 war wirklich ein Fehler, denn dieses einzige Problem, das Weiß eigentlich noch hatte, das ist ihm jetzt genommen. Läufer B7. Läufer H3. Da hängt einer. Springer E7 deckt den. Turm E1. Turm Bf8. Schwarz sucht mit F4 Gegenspiel. Dame E2, aber jetzt hängt erstmal einer. Springer C6. Möchte den gerne tauschen. Schwarz-Weiß ist da auch gar nicht so, also ist damit im Prinzip einverstanden, denn guter Läufer gegen schlechter Läufer, beide offene Linien in Hand des Weißen. Weiß bleibt bei seiner Kompensation. Trotzdem ist es hier wahrscheinlich ein bisschen besser, im Sinne von die Initiative laufen lassen, Springer B3 zu spielen. Oder auch Springer E6 ist auch eine Idee, aber ein bisschen kritisch, weil dann gibt es Fesselungen auf der E-Linie. Springer B3 zu spielen, denn auf C5 ist auch ein schönes Springerfeld. Und da drohen jetzt taktische Sachen und Schwarz kommt erstmal nicht zu D4. Also Springer B3 funktioniert taktisch. Entschuldigung, aber wir sind ja relativ kurz vor der Zeitkontrolle und ich kann schon verstehen, dass Dieter erwogen hat, er will auf keinen Fall riskieren, dass der D-Bauer nach vorne geht und plötzlich hat Schwarz einen Bauern mehr und die lange Diagonale für seinen Läufer und spielt darum hier den sicheren Zug, damit D3. Der auch nichts kaputt macht, aber der wahrscheinlich objektiv nur der Zweitbeste in dieser Stellung ist. Dame D3, Schwarz tauscht das raus und jetzt blockiert halt die Dame den D-Bauern und steht zentral und mächtig. Und ganz nebenbei hängt einer. Den deckt Schwarz. Turm C5. König H8. Ja, man kann auf B4 jetzt nehmen. Aber das sind halt so Züge, die machst du vor dem 40. Zug nicht so gerne. Also man kann den Bauern durchaus nehmen. Schwarz kann sich dann überlegen. Er kann hier F4 spielen. Und kommt dann zu ganz gutem Spiel. Er kann hier auch D4 spielen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das der Hauptgrund ist, warum Dieter das nicht gemacht hat. Schwarz kann auch D4 spielen. Und dann ist materielles
Gleichgewicht wieder hergestellt, aber der schwarze D-Bauer läuft, der schwarze Läufer läuft wieder. Insofern einfach den Druck aufrechterhalten. Auch das ist wahrscheinlich die geballte Routine des ehemaligen 2700ers, dass er, wahrscheinlich hat er gar nicht groß drüber nachgedacht, diesen Bauern zu nehmen und schwarz hier zu Spiel kommen zu lassen, sondern zieht Turm EC1. Hat hier eine siebte Reihe erspäht und da möchte er natürlich gerne drauf. Schwarz kann hier natürlich F4 spielen. Ist ein gültiger Zug sozusagen. Aber Weiß kommt dann auf die siebte Reihe. Und ja, wie immer das dann ausgehen mag. Zieht hier Dame B6, was auch in Ordnung ist. Er hat jetzt Sorge gehabt, dass Weiß dann doch den B4 wegnimmt und deckt ihn dann jetzt. Dame F4. Und diesen einen Zugzeit, den ihm Schwarz gibt, den nutzt dann Dieter, um hier F4 zu blockieren und diesen Vormarsch sich gar nicht damit beschäftigen zu müssen. Und in dem Moment, wo der nicht in der Partie ist, stehen natürlich diese beiden ein bisschen doof da, wenn wir sie mal vergleichen mit diesen beiden auf der offenen Linie. H6. Ein Luftloch kann ja nie schaden. Ne? Läufer G2 und Weiß hat wieder ein Ziel gefunden. Der D5, der hängt jetzt ganz konkret, Schwarz deckt den. Und man sieht, das ist ja wieder diese Engine-Sache. Ne? Die Engine sagt, irgendwie ist immer so in der Gegend von 0,00 unterwegs, weil sie halt sieht, wenn Schwarz hier ganz korrekt spielt, dann hat Weiß nichts und dann sollte es ausgeglichen sein. Ich kann euch aber garantieren, dass sich das für die beiden Spieler am Brett ganz anders ausfühlte. Weiß hat hier Initiative und Druck und Ziele und Schwarz verteidigt sich. Und das ist etwas, was halt in die Bewertung dieser Engine nicht einfließt. Die Engine kann nur sagen, wenn Schwarz korrekt spielt, dann ist das ausgeglichen, dann hält Schwarz. Tatsächlich hat Weiß hier Vorteil, denn Weiß hat Druck und Schwarz muss sehen, dass er den Druck aushält. Und das ist gar nicht so leicht. Das ist hier eine praktisch schon sehr, sehr schwierige Aufgabe für den Schwarzen. Turm C7, und da sind wir schon in der siebten Reihe. Läufer C6, Turm E1. Und jetzt träumt er natürlich von der Verdopplung auf der siebten Reihe. Und hier muss Schwarz jetzt schon, ne, die Engine sagt munter 0,00, aber Schwarz muss hier jetzt schon super präzise spielen und Wege finden, der Drohung zu begegnen. Es gibt noch zwei, drei Wege. Es wäre zum Beispiel eine Idee, also es soll ja als nächstes kommen, Turm E7. Und für Turm E7 braucht Schwarz einen guten Konter. Eine Idee wäre, hier die dritte Reihe, die sechste Reihe zu räumen. Mit der Idee, auf Turm E7 dann Dame D6 zu spielen. Und dann fällt zwar der G7 um. Aber plötzlich hat Schwarz die offene Linie. Droht jetzt hier matt. Da muss sich Weiß erstmal gegen wehren. Und dann fängt er an zu laufen. Und Weiß kann mit seinen Türmen auf der siebten Reihe nichts machen, als Schach zu geben. Aber da sind keine Drohungen. Und die Stellung ist tatsächlich total ausgeglichen. Ja. Danke, Engine. Ne? Dann komm da mal drauf am Brett und spiel so eine Verteidigung. Das wäre ein Weg für Schwarz, hier zu überleben gegen Turm E7 und die Drohung, mit dem das verbunden ist. Die sehen wir gleich noch. Eine andere Möglichkeit ist, und das ist auch total krumm, Dame C5 wieder mit der gleichen Idee auf Turm E7 dann Dame D6 zu ziehen. Na, wer macht so ein Manöver? Aber das hält halt. Man gibt den G7-Bauern zurück, hat dann aber plötzlich aktive Türme und der D-Bauer lebt. Das sind so Verteidigungsideen, die muss der Schwarze schon finden, während die Engine hier 0,00 sagt, was Blödsinn ist. Schwarz macht hier jetzt einen Fehler, der sofort die Partie verliert und das ist nach 13:28 und Schwarz ist ein sehr, sehr starker Spieler. Das ist vielleicht ein Indiz, dass 0,00 hier keine realistische Einschätzung ist, sondern was hier passiert ist, ist, dass der Schwarze unter der anhaltenden Initiative des Weißen jetzt eingebrochen ist und dass ihm jetzt ein Fehler unterläuft in einer Stellung, wo es sehr, sehr schwierig war, die korrekte Verteidigung zu finden. Turm FD6, Turm E7. Da hatte sich überlegt, dann bremse ich das mit Turm D7 aus. Aber Turm E7 kommt halt immer in Verbindung mit einem anderen Zug, nämlich Dame E5. Ja, und jetzt ist halt dieses Dame D6 Motiv, darum habe ich die Dame hier rot gemacht, das ist halt nicht mehr da. Die Dame steht jetzt im Abseits, kann ich helfen, hier droht matt. Was willst du machen? Kannst du einmal Türme tauschen und dann musst du G8 decken, Turm E6.
ja, jetzt spielt der Dieter das präzise runter. Turm E6, bester Zug und sozusagen der Ausknipser. H6 hängt. Mit Matt, Drohung sogar, ist Rotturm schlecht, H6 matt. Und wenn Schwarz den entdeckt, dann schlägt's hier ein, denn hier haben wir auch noch eine Fesselung. Und jetzt geht Material über Bord und Weiß gewinnt. Und Schwarz gab auf. Ja, das war nicht die hochklassigste aller Schachpartien. Aber ich glaube, das war eine ganz gute, eine Partie, die gut zeigt, wie so Schach praktisch aussieht. Man sieht ja nicht immer, es gibt, die Mehrzahl der Partien sind nicht die Glanzpartien von irgendwelchen Gukeshs, der heute schon wieder toll gewonnen hat. Obwohl die Inder, Indien B, hat übrigens verloren gegen Armenien. Die Mehrzahl der Partien sind halt solche. Und ich glaube, man kann hier den Hut ziehen für Dieter. Oder man kann erstmal sagen, Dieter, wieso spielst du hier sowas und rennst dann auf Vorbereitung in Vorbereitung und weißt dann nicht so genau, wie es weitergeht. Also vielleicht kann er sich dies Dame A4 dann einfach mal abgewöhnen. Denn die Leute haben jetzt gemerkt, dass er das spielt und wissen, was dagegen zu tun ist. Aber andererseits kann man natürlich den Hut ziehen. Dann hier in dieser Stellung, wo dann wirklich Schwarz nach 25 Zügen komplett das Kommando übernommen hat. Und dann will Schwarz zu viel und dann den Moment abzupassen, indem man dann mit D5 das Ding drehen kann. Im Sinne von Bauernopfer und dafür kriegt aber Weiß plötzlich wieder Spiel. Also schon auch stark. Und also eine praktisch ganz interessante, für den Zuschauer sowieso super spannende Partie. Nicht die hochklassigste aller Partien. Aber vielleicht ein Indiz, dass es ganz gut ist, so einen routinierten Mann am dritten Brett zu haben, der uns heute, das weiß ich nicht, das gucke ich jetzt gleich nach, sobald ich das hier beende, der uns heute entweder den Punkt oder sogar zwei Punkte gerettet hat. Mit diesem Sieg in einem Mannschaftskampf, der schon wieder so, ja, der schon wieder ein bisschen gurkenhaften Beigeschmack hatte. Also ganz glücklich können wir noch nicht sein mit unseren Jungs, aber sie haben ja noch 5 Runden und es ist auch immer noch alles drin. Also schauen wir mal. Morgen ist Ruhetag, mal gucken, was ich da mache. Vielleicht mache ich ein bisschen Olympia-Kombis. Vielleicht zeige ich auch noch irgendeine Partie aus den ersten Reihen, aus den ersten Runden. Schauen wir mal. Das soll's für heute, soll es das gewesen sein, wie Dieter das Ding dreht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, alles zur Schacholympiade findet ihr wie immer bei den Perlen im Olympia-Ticker, den pinne ich an in den Kommentaren. Wer mehr Dieter sehen will, findet mehr Dieter in der Dieter-Playlist am Ende des Videos. Ich sag jetzt in diesem Video erstmal tschüss, vielen Dank, bis sehr bald, ade.